Ich schneide dich einfach raus für die Zeit. Ja, sowieso, oder? Für das da? Ja, klar. Das will ich halt drin haben. Ja, aber du kannst ja die Stimmen raustun. Stimmt. So mache ich es auch immer. Werde ich aber, glaube ich, lassen, weil das ist voll toll. Okay. Mal gucken. Hm. Ich meine, die Story ist eh dieselbe wie immer. Ja, Wiley. Dumm. Aber dann. Aber dann. Meine Güte. Oh. Dann wurde es bunt. Blau. Und die Stadt explodiert mal wieder. Die Einwohner tun mir echt leid, ey. Die sind ständig am Explodieren. Also immer diese Toaster. Ja. Oh. Vor allem, was ist das für ein Labor? Das ist voll cool. Das hat so ein bisschen was von diesen kleinen Hütten aus Dragon Ball. Guck mal, Chun-Li moderiert die Nachricht. Ja. Oh Gott. Die kleine Chun-Li. Wow. Boah. Ich dachte eigentlich immer, Mega Man hätte schwarze Haare. Jetzt, wo du es sagst. Was mir auch jetzt auffällt, hat er das Ding schon immer gehabt auf dem Kopf? Nee. Warum hat er das? Wahrscheinlich, weil er im letzten Teil volles Pfund aufs Maul bekommen hat. Für welche Konsole war eigentlich Mega Man 8 nochmal? PlayStation. Ja? Ja. Ach stimmt, das war auch so ein Crap-Teil wie Mega Man 7. Das war das, wo du dann noch Bass spielen konntest? Ja, stimmt. Oder? War das Bass? Nee, das war Mega Man Bass. Oh, aber in 8 konntest du auch irgendwie was anderes noch machen. Ja, stimmt. Aber der Teil war genauso crappig wie 7. Hm. Und die Intros werden auch immer länger und unnützer, ne? Ja, im Endeffekt geht's ja eh drum, dass du rumrennst und haust Robotern auf den Kopf und... Hast ein Schweizer Bankkonto. Hebe ich gleich mal ein bisschen was auf. Wow. Oh. Wobei ich schon echt interessant finde, dass der Teil zumindest eingedeutscht ist. Das stimmt. War das die... Das hat sich bei den anderen nicht gelohnt, oder? Oder waren sie zu faul? Damals hattest du sowieso kaum Übersetzung. Ich wollte gerade sagen, irgendwie... Was ist... Das Telefon! Oh mein Gott, nein. Der eigentliche Endboss. Das Telefon... Bring das Telefon zum Schweigen! Gott. Auskunft, man. Zuallererst wird er das gegen dieses Telefon tun. Ach nee, die Roboter. Yay. Hallo Silberschweif. Muss dich auch immer dazwischen drängen, ne? Super. Shit happens. Komfort. Ich meine, ich habe nur 4 Freunde auf meiner Liste. Fast forever alone. Keiner liebt mich. Mhm. So, dann legen wir mal los. Man muss zu dem Spiel sagen, ich kenne eine Stage. Und zwar... An sich 2. An sich 2, aber in der war ich nicht gut. Stimmt. Man muss auch dazu sagen, er kann zwar Kaizo Mario durchrocken wie ein Pro, aber Mega Man ist, sag mal, nicht ganz so seins. Ich habe jetzt aber einen Plan. Ach was. Ich habe nämlich bei dir gesehen, dass die Stage voll einfach ist. Das stimmt. Ich werde die Stage machen, werde mir 30 Schrauben sammeln, werde dann einen E-Tank haben und dann hocke ich dadurch. Wir sollten vielleicht noch kurz erklären, wie dieses Projekt funktioniert. Ich spiele. Und du lachst. Und ich lache ihn aus. Weil so. Im Gegensatz zu dem lieben Emero kann ich das Spiel einigermaßen. Sobald ich einmal drin bin, hocke ich es quasi durch. Mhm. Oh, das und sobald er einmal drin ist, passiert nee, er nichts. Kommt nie rein. Das gesehen? Ja, boah! Das, da sind echte Skills gerade am Werk. Ich bin begeistert. Boah, nimm das. Ich muss halt jetzt alle Gegner töten, weil ich diese Schrauben brauche. Das hat ja jetzt schon auch schon so ein bisschen was von Retsupure, ne? Wieso? Na, ich kommentiere gleich dein LP drüber. Oh Gott. Oh! Mitul OP. Schrauben. Komm, mach sie kalt. Die kommen alles eh wieder. Okay. Das war total unnötig. Doch! Ja, die kommen wieder. Nein, 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 nein. Das sind Stacheln. Oh, wow. Jetzt kommen wir. Genau. Nein. Sehr gut. Das, nein. Liegt, das liegt da prima. Jetzt hättest du dieses Stachelpower abbauen können. Das tut egal. Weh. Oh
Warum willst du da überhaupt hoch? Weil ich... Achso, nee, jetzt wär's ja... Weil ich von da hinten ja, nicht hier rüber komme. Oh, dem. Da wär's nicht ganz rüber gekommen. Das ist ein Teil zu kurz. So. Oh Gott, jetzt ist mal gut. Kletter halt einfach nach oben, du wärst da oben sicher... Nein! Runterfallen lassen, ne? Plups. Prima. Ich bin gut. Ansonsten hättest du natürlich auch einfach den Keil benutzen können von der anderen Seite. Womit ich gerade auch noch ein Problem habe, ist, ich denke die ganze Zeit, ich könnte mich ducken. Kannst du nicht. Ah, gut. Ich dachte, ich erwähne es noch mal. Vorsicht. Hi. Da kannst du nichts gegen machen. Ich weiß. Aber ich kann in der Zeit... Kommt der nochmal? Nee. Ich kann in der Zeit springen, das weiß ich. Mhm. Das ist mir schon fast... Oh Gott! Ja, das war schön. Vorsicht! Wo kommt der Nächste? Hier gleich. Da? Da drüben. Da drüben. Oh! Ich schaff das. Noch ein Stück. Ich schaff das. Noch ein Stück. Ja, ja. Ich muss schon ein bisschen laufen. Nein, nein. Okay. Nur ein Ach nee. Hier kommt er dann wahrscheinlich. Ja, stimmt. Richtig. Einer kommt auf jeden Fall noch. Das weiß ich. Juhu! Okay. Hier kommt, denke ich, keiner, aber... Hier... Oh Gott! Boah. Kannst froh sein, dass du mich hast, Mann. Und der hätte mich dann da reingeworfen, ne? Richtig. Wie mache ich ihn denn hier? Einfach rangehen und sterben. Genau. Prima. Das war sinnvoll. So. Hui. Hui, hat wohl volles Leben. Ich bin voll gut. Die Stage kannst du schon mal, die meine Stage Herren. Ist auch nicht ist schwer. Aber auch die leichteste. Jawohl. Das nehme ich zurück. So, hier kommt doch wieder was. Nee. Oh Gott. Das ist easy. Runter. Runter. Jawohl, und jetzt rüber. Oh, prima. Wow. Ach. Die muss ich sogar machen. Das ist ja mein Schraubenplan. Da. Da komme ich nicht ran. Dein Schraubenplan geht voll auf. Oh Gott. Na, das. Das bringt ja alles nichts. Nee. Ich brauche, wie gesagt, meine 30. Theoretisch brauchst du die nicht. Doch. Du weißt, wofür ich meine Schrauben ausgegeben habe. Für seine Haare. Ja, aber wenn ich danach den Bienenmann machen will, dann brauche ich die. Das war... Nicht gut. Nee, da... Boah! Ich bin gerade echt stolz auf mich. Und so ein bisschen überrascht von mir. Ich auch. Die Musik ist wirklich toll. Das muss man schon mal sagen. So. Ich bin... gut. So. Und ja, oh. Das hast du prima gemacht. Spring einfach an die Leiter. Ah. Komm schon. Nein. Ja, nein. Niete. Waffenenergie hast du zumindest genug. Oh, oh. Sehr gut. Ich meine, der Boss... Die Stage ist... Die Stage ist total einfach. Wow. Komm, Schraube. Und der Boss ist auch nicht schwierig. Deswegen habe ich mit dir angefangen, weil ich die ja bei dir gesehen hatte. Von wegen, es ist quasi blind. Die Schraube war übrigens im Boden gelegen. Ja, die war nicht gut. Vorsicht, ne? Oh, da war was. Es ist größtenteils blind. Ja, das stimmt. Ich kenne den Typen hier. Du kennst Jewelman. Nicht mehr so. Concrete Man? Ich auch nicht mehr gerne. Oh Gott! Prima. Und welchen hatten wir noch? Ich weiß es gar nicht mehr. Ach doch, den... Wie hieß er jetzt nochmal? Hab ich vergessen. Den Flammentypi. Ja, den Flammentypen. Mhm. Der ist gut. Kommt da noch? Warum wolltest du dir jetzt die Waffenenergie ich holen? Ich weiß es nicht, aber die will ich. Wo bist die du? Die willst du. Ich glaube, das wird ein ziemlich langes LP. Hallo Silberschwein. Mensch, lass deine Xbox doch an. So. Kommt da auch ein? Nee. Ah. Die Schraube kannst du aber holen. Ja. Prima. Wir gehen das ganz langsam an. Ich merk schon. So. Komm. Oh ja, yeah! Voll. Ich bin sogar mit vollem Leben und keinem Life verloren. Ich bin echt erstaunt. Und das von mir. Ja. Dafür sterbe ich jetzt bei ihm. Das kann gut sein.
Das wobei, da dürftest du eigentlich nicht spielen. Das ist wirklich nicht schwierig. Das hat sich von mir abgeguckt, ja. Ich merk schon. Kann ja keiner sagen, dass du nicht lernst. Was macht er denn jetzt eigentlich? Er macht immer das Gleiche. Oh, fuck. Oh. So. Jetzt fällt er wieder runter. Lässt sich runterfallen und springt dann deine... Ja, ich springt direkt hoch. Hat jetzt keinen Bock gehabt dir gegenüber. Das war ein bisschen knapp jetzt. So, Vorsicht. Ey, der will mich aber auch, ne? Nö. Ich glaub... So. Nein, das war dann zu wenig. Also kannst du eigentlich ganz froh sein, dass er das jetzt die ganze Zeit macht, weil dem ist am einfachsten auszuweichen. Fuck! Das ist ein bisschen knapp. Fuck! Jawohl. Ja, Vorsicht, der kann das nochmal machen. Der kann es auch ein drittes Mal machen. Gott, ich stell mich an. Oh! Das... Ja, jetzt kriegst du auf den Maul. Ah. Okay. Sterb gegen Galaxy Man, mach das nach. Lieber das nicht. Das sind Hits. Das sind definitiv... Ja. Na, einer. Das hätten zwei sein können. Hätten. Mann, aber nicht. Ah, jawohl. Och, warum macht er denn diesen Scheiß im... Sei froh drum, dem ist viel einfacher auszuweichen. Dauert er vielleicht ein bisschen länger, aber dafür kriegst du weniger Hits. Fall runter. Oh, komm. Jetzt hast du ihn doch gleich. Oh, das ist einer. Mhm. Yes! Hätten sogar noch zwei sein können. Ach, komm schon. Jetzt wollte dich trollen. Das sind zwei. Eins, zwei. Prima. Ich bin begeistert. Brauchst gar nicht die Arme in die Luft heben, das war nix. Das war was. Für dich. Ja, für mich. Kleiner Tipp, ich spiele. Ja. Ja. Boah. Ey, Adrenalin pur. Du hast eine neue Waffe erhalten. Mhm. Ich habe gehört, du willst jetzt einen Buster-Only-Run machen. Offensichtlich nicht. Ich bin froh, wenn ich es so durchspielen kann. Abschnitt auswählen. Mhm. Story. Oh, Story. Hallo, Mega Man. Oh nein, die Polizei hat Dr. Le- Warum auch immer. Tatütata. Und er würde ja nie nach der Weltherrschaft streben, ne? Da ist mit Sicherheit Dr. Wily am Werk. Ach was. Wer auch sonst. Da ist ja die Polizei. Mhm. Die Roboterpolizei. Auf Sieht jeden aus Fall. Wie eine Macht dir keine Sorgen. Dose. So. Bam, Helm auf. Das ist ein ziemlich geiles Labor, ich will auch so ein Labor. Haben wir 30? Nein. Oh Gott. You just failed. Wann mach ich ihn jetzt? Trotzdem den Bienentypen probieren? Ja, komm, probier ich mal. Theoretisch kannst du es ja schaffen. Theoretisch? Theoretisch kannst du jeden Boss schaffen. Praxis ist immer so eine Sache. Wenn man bedenkt, wie ich mich bei dem Typen eben jetzt angestellt habe, eher weniger. Mhm. Aber die Stage kennst du ja zumindest. Ja, die Stage kenne ich, auch wenn ich mich da nicht gut anstellen werde. Und das einzig wirklich Nervige ist hier der Zwischenboss. Und auf die Viecher irgendwie Schaden zu kriegen. Ja, das geht eigentlich. Und was mein Problem ist, ich kenne die Schwächen absolut nicht. Kaum, ganz wenig. Ich habe ja gesagt, bei mir ist es eine halbe Ewigkeit her. Ich weiß zumindest, dass die Biene gegen die Frau gut ist. Na komm. Ja. Ja. Jawohl. Bombs. Und auch schön hast du das gemacht. Das war... Guck mal, jetzt habe ich auf jeden Fall... Ja. Und... Boah. Das war pixelgenau, Mann. Hüpf. Und hüpf. Oder auch nicht. Ja. Ich lerne dazu. Er entwickelt Skill. Das ist halt, wie gesagt, die einzige... Oh Gott. Mami! 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 Ist alles okay. Jojo. Oh, oh, oh. Oh, ja, das war gut. Du sammelst die ja quasi richtig. Wie viel habe ich denn gerade eigentlich? Vier. Vier. So. Jetzt, Nicht zu weit links. Das versuche ich gerade. Ah. Miniboss. Oh, der nervt. Vielleicht habe ich Glück. Nein, ich habe kein Glück. Ich habe... Weißt ja, dass sogar ich mit dem Problem habe. Mhm.
Also irgendwelchen Gründen. Weil das ist echt fies. Glaube sogar. Nee, da kommst du nicht ran. Das wird lustig. Das wird jetzt nervig.